Wunderschön und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Alpha. Wir sind aus der Schreckenshöhle der Roboter entkommen, möchte ich mal sagen, und wieder auf der Oberfläche. Ich weiß gar nicht, ob wir hier an dem Tag oder eher bei Nacht weiterlaufen. Der Kollege guckt auf jeden Fall die ganze Zeit nach oben. Ich weiß nicht, ob er irgendwas mit seinem Nacken hat oder so. Siehst du das? Ich weiß es nicht. Wir müssen hier wahrscheinlich irgendwo hochklettern und langlaufen, wie wir das vorher auch schon um alles machen durften. Ich bin gespannt, wie viel hier in dieser Session noch kommt in diesem Spiel. Wir haben ja relativ viel letztes Mal erfahren. Die hatten ja die Brutmutter gefangen und. Aber was erzähle ich euch da? Ihr kennt die Folgen, ja? Den dürfen wir wieder mitnehmen. Falscher Knopf. Das war Absicht. So, sonst kommen wir da wahrscheinlich wieder irgendwo nicht hoch, wo wir hoch müssen. Sonst ist auch schön, ne? Keine Gegner, keine Roboter, die einen jetzt gerade so hart verfolgen und einfach nur umbringen wollen, sondern wir können hier halt wirklich einfach mal ein bisschen durchlaufen. Gut, dass ich das gerade gesagt habe. Ich gehe hier oben lang. Ah, ist ein Traum. Ist ein Traum. Ja, ich muss dich hier weglocken. Kommst du mal hier hin? Genau. Upsassa. Okay, er kann durch die Steine durchschießen. Oder ich stand da doof an der Kante. So, und jetzt heißt es, lauf, Forrest, lauf, bitte. Weil die können echt fies weit schießen. Und die schießen auch ziemlich genau. Ja, ich glaube, mit Ruhe, das können wir hier vergessen, ne? Also mit Ruhe, da ist hier nichts mehr. Keine Ahnung, was das hier ist. Da ist wieder so ein Dingsportal hier. Warte mal, komm mal her. Hallo? Hallo? Ja, das war's. Das war's. Okay, so schnell kann's gehen. Immer wieder dabei sein, frei sein. Eine neue Runde. Ich guck mal, ob ich hier oben lang muss. Wenn ich hier Tag mache, dann blühen die Dinger doch auf. So, siehst du das? Und hier oben komme ich aber nicht ran. Kann ich da was hinziehen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Oder kann ich dieses Roboterstück hier mitnehmen? Hier hinten war doch so ein... Hier? Kann ich dich mit... Geil, ich kann den mitnehmen. Okay, dann weiß ich, wir müssen oben lang. Boah, und dann müssen wir irgendwie in dieses Portal kommen, ne? Dann kommen wir dann wieder in diese andere Dimension. Da würde ich ja gerne mal reinschnuppern, ne? Ich denke, das oben wird gleich abbrechen. Hier. Nee, okay, vielleicht bricht es auch nicht ab. Kommen die mit? Hallo? Nee, tun sie nicht. Warte mal. So, jetzt ist wieder Tag. Ich mache mal ein bisschen mehr Tag, damit wir hier besser durchkommen. Wieso kommen die denn nicht mit? Hier unten sind auch kleine Roboter. Aber die schießen auch nicht. Nee, kriege ich nicht kaputt. Fällt auch nichts durch. Ich würde gerne wirklich in dieses Portal gehen. Das ist aber immer schwer zu verstehen, wie die denn wohl laufen. Oder, ach warte mal. Könnte mir vorstellen. So nicht. Ich wollte sagen, ich könnte mir vorstellen, wenn ich die dann da habe, wo ich sie haben will. Ich kann mich ja hier ducken. Ne? Mit X kann ich mich ducken. Habe ich jetzt gerade wieder rausgefunden. Ist nämlich ein bisschen her seit der letzten Aufnahme. Ich denke, ihr habt das auch mitbekommen. Ich würde die gerne weglocken hier. Fuck. Mist, wollte ich natürlich sagen. Schwierig. Ja, genau. Ihr kuschelt da mal so ein bisschen. Wieso kann ich denn nicht da hoch? Ich habe doch hier den Roboter liegen. Ich hab's verkackt. Ich bin nicht auf den Roboter draufgekommen. Wir machen mal wieder Tag, damit die Blumen offen bleiben. Ich meine, bis jetzt hat es mir eh nicht geholfen. Oh.
Nein, einer ist wieder zurückgelaufen. Oh, Mist. Hier. Lecker, lecker. Hallo, hier hinten. Kann ihn ja nicht mitnehmen, ne? Sonst würde ich den dann gerne runterschmeißen. Wie mache ich das denn? Ich probiere mal ein bisschen rum und ich denke, wir sehen uns dann gleich in der anderen Dimension wieder. Hoffe ich auf jeden Fall. Falls ich es nicht schaffe, sehen wir uns nicht in der Dimension wieder, sondern wieder hier. Okay. Hier hinten lag ein Roboter rum und ich habe gerade rumprobiert, bin auf den draufgesprungen und er fing dann an zu schießen und hat dann die Roboter zerschossen und wir haben es geschafft. Ja, war ein bisschen einfacher als gedacht. Wir gehen in dieses Portal rein. Ich habe das Gefühl, das war falsch. Nee, war richtig. Okay. Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Aber das ist ja hier in dieser Dimension völlig normal, dass die Steine... Ach so, hier. Einfach auftauchen, wie sie wollen. Jupp. Und... Ab dafür. Schön weiter. Da hinten ist wieder was Festes. Hier. Passasasa. So. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das zermatscht mich. Dann warten wir kurz ab. So geht das nicht. Ah, mit Schwung. Mit Schwung wieder da durch. Komm. Boah, 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 boah. Boah, Leute, ich sag's euch, das war knapp, du. So, jetzt geht's hier hinten. Was macht ihr? Du drehst dich wahrscheinlich gleich weg, ne? Ja, war mir klar. So ganz eklig. Das war mir nicht ganz so bewusst. So, du drehst dich... andersrum. Boah. Das ist echt bescheiden. Ach Mist, nee, mit Schwung wieder. Ah, mit Schwung. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier. Ja, leck mich doch an die Füße. Da brauchst du wirklich viel Power. Da ist hier nicht mehr zu spaßen. Ach, so geht's nicht. Ich dachte, der würde mich von alleine wegkatapultieren, wenn ich einfach nur mitlaufe. Nope. Oh, und höher springen. Aber wenn ich... Ich darf gar nicht mich so aufregen... Aber das Spiel, das ärgert wirklich schon so ein bisschen. Nein, schon wieder nicht geschafft. Oh. Muss ich früher losspringen? Ich probiere mal ein bisschen rum, ne? Ich meine, Try and Error. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jawoll. Okay, wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch. Lauf. Oh, oh Gott. Okay, ein Portal. Normalerweise kam da mal so ein Dreieck drumherum. Das heißt aber, dass wir hier einfach nur an eine andere Stelle kommen. Genau, und jetzt gucken wir mal. Wollen wir mal links lang laufen? Gucken, wo es hier hingeht. Ich will auch mal nach links laufen. Ach, hier ist einfach... Okay, hier ist einfach ein Loch. Ich versuche mal zu springen. Vielleicht können wir da drüber springen oder so. Ach nee, ich habe ja... Nee, ich bin ja nicht mehr in dem schwerelosen Raum. Ich springe ja nicht mehr so weit. Gut, hat sich erledigt. Okay, links können wir nicht lang. Dann gehen wir hier lang. In diese einladende Gegend. Ich sag's euch, als ich angefangen bin, die ersten paar Level zu spielen, das sah richtig geil aus, ne? Also so friedlich. Lauf bitte. Und so schön und das ändert sich einfach nur so eklig. Weil die hier alles kaputt machen, diese Roboter. Okay. Das muss so knacken. Boah. Jo, jo, jo. Ein bisschen schneller.
Springen und festhalten. Springen und festhalten. Und immer weiter nach oben. Immer weiter nach oben. Bis sie wieder alles zusammenbricht. Und ich bin wirklich gespannt, was dieses Spiel für ein imposantes Ende nimmt. Hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass mich das enttäuscht, weil die Eindrücke, die man in diesem Spiel sammelt, die sind echt schon krass. Oh nee, nicht der Arschroboter wieder. Dieses... Oh, verpiss dich. Oh, das ist so ein... Den kennen wir ja noch. Da muss ich drüber. Da muss ich drüber. Und jetzt kommt der Roboter von rechts gleich, der Kleine. Ah, nee, ich muss hier auch noch ändern, dass das... Okay, das haben wir aber. Komm, komm, durch, durch, durch. Schneller, 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 schneller. Bitte, bitte, töte mich nicht. Oh! Sehr gut. Boah, da bin ich ja manchmal echt am Verzweifeln bei diesem Riesenroboter. Oh, der ist noch nicht durch, oder? Der kommt nicht wieder, oder? Bitte nicht. Gerade war der auch noch nicht hier. Das wäre jetzt ja völlig unrealistisch, wenn er auf einmal hier oben hingucken würde. Ich frage mich, wo die Brutmutter bleibt. Also die haben wir befreit und die ist dann ja so ein bisschen ausgerastet und hat dann die ganzen Gegner ja kaputt gemacht. Oh, das war doof. Da habe ich den Sprung nicht ganz geschafft. Und... Hep. Yep, sehr gut. Und jetzt wird gerutscht. Und ey, ich kann hier hoch. Ich kann hier oben lang. Hier wollen wir mal gucken, oder? Wollen wir mal hier gucken? Ja klar, wollen wir hier mal gucken gehen. Hüps. Wo kommen wir denn hier hin? Abgesehen von, klar, weiter nach oben. Ja. Und vielleicht gibt es hier wieder ein Portal oder so. Fände ich cool. Oh, da hinten, da oben der Stern, ne? Da hinten am Himmel, das Ding da, das wird fertig gebaut. Das ist gar nicht so cool, ne? Cool. Ich frage mich gerade echt, wo wir hinkommen. Ja, total weit nach oben, ne? Geil. Was eine Aussicht, ne? Oh ne, bitte lass nicht, dass da hinten irgendwann so ein Endboss sein. Wobei das auch ganz cool wäre, ne? Nochmal so ein finaler Gegner oder so. Okay, das ist irgendwie gar nicht so cool. Ja, mach es bitte auf. Ich habe es noch nicht ganz richtig gedreht. Ach, so drehe ich das gar nicht. Warte mal. So drehe ich die äußere Reihe, ne? So müsste die doch stehen bleiben, wahrscheinlich, ne? Und dann muss ich hier wieder wechseln. Die ist jetzt safe. Jetzt drehe ich die. So, oder? So passt das wohl irgendwie, ne? Ach, schwierig. Und jetzt, ich mag ja so eine Rätsel. Ah, ja, jetzt ist zu. Jetzt können wir da rein. Wahrscheinlich gleich. Die Welle kommt. Da hinten, es wird heller. Und wir sind... in irgendeinem Tunnelsystem, was mir gerade nicht so zusagt. Schneller, bitte. Oh, Lava. Heiß, heiß, heiß. Schwierig.
habe vergessen, mich zu ducken, um in das Loch reinzukrabbeln. Ich habe das Gefühl, dass das gar nicht mehr so lange geht, das Spiel. Und ich mich aber trotzdem hier ein bisschen beeilen muss, um durchzukommen, ne? Man kriegt ja auf jeden Fall gut Zeitdruck. Magst du schneller laufen? Bitte? Vielleicht? Ja, toll. Oh, leck mich doch an die Füße. Da hätte ich springen müssen. Sieht man aber auch so schlecht, ne? Die Folge der 1000 Tode. Das Sterben hat einen neuen Namen. Ja, halt dich an diesen Lavasteinen fest. Total die gute Idee. Komm, lauf. Bitte. Ah, bin ich ein bisschen schwierig langsam. Nein, ich bin wieder gesprungen. Oh. Okay. Bis jetzt noch alles cool, jetzt nicht mehr. Jetzt wird es gerade gar nicht mehr so cool und es wird verdammt laut. Oh nee, ich bin hier hinten. Oh nö, da muss ich gleich nochmal diesen doofen Sprung machen. So, komm hoch. Hoch. Oh. Also mir wäre da ganz schön warm, muss ich gerade mal so sagen. Ich bleib mal hier stehen. Okay, das ist doof. Stehenbleiben ist also doof. Aber ich frage mich, wie ich da hinten drüber komme. Das war zu weit, um zu springen, ne? Oder ich bin einfach zu spät abgesprungen. Oder zu früh eher gesagt, dass ich nicht weit genug springe. Ich hatte halt... Doch, passt. Und jetzt muss ich... Nee, das war falsch. Ich dachte, ich könnte da oben dran springen. Man denkt dann ja immer so ungeahnte Möglichkeiten, höher, schneller, weiter. Boah, ist die Musik gerade laut? Hat sich das irgendwie resettet von den Einstellungen oder habe ich es nur am Anfang vergessen, wahrscheinlich richtig einzustellen, ne? Also dröhnt mir ganz gut im Ohr. So, jetzt muss ich den hier dahin ziehen. Ja, komm, mach in Ruhe. Lass dir Zeit. Leck mich doch an Füße. Nein, es ist wieder die gleiche Stelle. Es ist wieder die gleiche Stelle. Ah, das ist schön. Das ist schön, dass es hier nirgendwo so kleine Zwischenspeicherpunkte gibt, sondern man einfach andauernd wieder von vorne anfängt. Gut, das ist wahrscheinlich ein kleiner Abschnitt, den man jetzt hier macht, ne? Also es gibt Spiele... Die machen einen innerlich so ein bisschen, ja, ich möchte mal sagen, wuschig. Die machen einen echt wohl betroffen, ne? Das stört wirklich so ein bisschen, dass man andauernd wieder an der gleichen Stelle scheitert, weil man zum Beispiel ein bisschen zu früh oder ein bisschen zu spät abgesprungen ist. Komm, schneller. Lauf bitte, lauf. Ich will die Stelle nicht nochmal spielen. Oh, danke. Ich hoffe, das war jetzt wieder so eine Art Kontrollpunkt, den wir erreicht haben. Oh, guck mal, die gehen unter, die Dinger. Habt ihr das gesehen? Die sind so ein bisschen eingewubbelt. Ja, draußen ist jetzt, wo alles kaputt war. Nachdem da dieses Ding hochgegangen ist. Schwierig. Okay, jetzt... Ich hab's verstanden, hoffe ich. Ich springe auf einen drauf. Muss dann nach vorne. Und weiter geht's. Und die gehen unter, ne? Das ist krass. Oh. Bitte, schneller. Oh Gott. Oh.
cool. Bin hier unten gespawnt. Wie? Man sieht nichts, weil das Spiel so verschwommen schnell ist auf einmal. Dass ich davon nichts sehe. Von den ganzen Dingern. Also die da aus der Decke und aus dem Boden kommen. Lauf einfach schneller, bitte. Nimm deine Beine in die Hand. Oh mein Gott. Safe, Speicherpunkt. Lass mich, bitte. Was? Hallo? Fahren wir jetzt? Wie? Jetzt fahren wir in den Kern oder was? Was machen wir jetzt hier? So, ich will jetzt wissen, ich denke, draußen ist alles kaputt gegangen. Wegen dieser riesigen Bombe, die da explodiert ist. Oder dieser Todesstern, der da hochgegangen ist. Und wir kommen jetzt wahrscheinlich ins Labor, wo wir geschaffen wurden. Ah, guck mal, ich muss gar nicht drücken. Ich habe die ganze Zeit Schultertaste gedrückt. Guck mal, da ist ein Stein. So. Klärt mich bitte auf. Wie Butter in die Erde rein. Ich kann auch links lang, oder? Ne, da ist wieder Ende. Das sind Gesichter hier hinten. Siehst du das? Da oben? Im Hintergrund? Ja, ich sag ja, das ist wie so ein Rad, ne? Der uns auserwählt hat, um zu testen. Kann ich hier was mitmachen eigentlich? Kann ich wieder hochfahren? Schade. Ach, guck mal hier. Nett, dass die uns jetzt den Weg leuchten. Ah, cool gemacht ist das auf jeden Fall, ne? Aber finde ich ganz schön. Und, was? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Guck mal, ich stehe hier oben drauf. Ich glaube, ich bin zu hoch gesprungen. Okay. Sterben wir jetzt? Nee. Ach, guck hier, da geht nochmal was an. Ich kann immer noch hier Wetter hier beeinflussen, ne? Tag und Nacht. Kommen wir jetzt zum Herzen des Planeten oder wo gehen wir jetzt gerade hin? Wenn hier jetzt gleich nochmal so was kommt, ne? Von wegen wir... Das war... Hallo? Ich will da wohl durch. Okay, da sollen wir also nicht lang. Können wir hier oben irgendwo hinspringen? Nee, da schlägt das Wasser auf. Okay. Habe ich jetzt gesehen... Hätte gerne mehr Licht. Ach guck, danke. Siehst du? Musst du nur sagen und dann geht's auch an, ne? Spracherkennung, also schon neueste Technologie. Dann klettern wir hier mal langsam runter. Ich weiß nicht, wie tief wir kommen. Kann ich auch nach rechts springen? Kann ich auch oben lang? Warte mal. Siehst du das hier hinten? Da? Guck. Hier ist ein anderer Weg als unten lang, ne? Ich glaube, hier sollen wir nicht lang. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, wir sollen hier warten. Genau. Jetzt können wir aber oben lang. Jetzt ist da ja was abgebrochen. Jetzt müssten wir da doch durch können, oder? Ich will da oben lang. Das ist mir egal. Wo geht's denn hier hin?
Gucke mal. Errungenschaft freigeschaltet. Im Dunkeln verloren. Nö. Bin ich eigentlich gar nicht. Also ich bin ja mit Absicht hier hingelaufen. Geil. Also das sieht schön gemacht aus. Soll ich hier mal runterspringen? Wahrscheinlich sterben wir dann, ne? Komm, wir laufen wieder zurück. Wir haben uns das jetzt angeguckt. Haben nochmal einen Erfolg bekommen. Sehr cool. Gibt relativ viele Folgen in diesem Spiel. Ich glaube, ...26 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ich glaube, ich habe 4. jetzt 5. Wenn das Spiel jetzt nicht einfach zu Ende ist und der Bildschirm... Wieso? Wieso? Wieso sind die hier überall? Wieso? Ich habe mich da jetzt gerade echt drauf gefreut, dass ich dachte, oh cool, keine komischen Aliens. Wir können hier mal so ein bisschen eventuell das Ende genießen. Nee, es muss wieder hektisch werden. Es muss einfach wieder hektisch werden. Es sieht schon gut gemacht aus, ne? Wenn man sich das so anguckt, also mir gefällt das wirklich extrem. Oh, irgendwie wird's hier ganz schön dunkel. Alexa, Licht. Aha, ich hätte nach links springen müssen. Oh, njam, njam, njam. Da war eine Kante. Ja, wenn man nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose. Ne, diese Ecke hier vorne. Die hier hat mich rausgeschleudert. Muss ich links rüber, ne? Du bist ja ein geiles Teil. Oben lang? Mach mal einer Licht an hier. Das ist ja schrecklich. Siehst ja wirklich nix. Hier würde ich gerne durch. So, wie mache ich die denn weg? Das sieht schon geil aus, ne? Bist du böse oder bist du lieb? Ich muss hier lang. Ja. Und jetzt? Guck, das Ding macht uns den Weg frei. Hier machen wir weiter. Komm. Dankeschön. Liebes Wesen. Blub, 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 blub. Sieht cool aus. Das sieht cool aus. Sehr farbenfroh. Dich muss ich da wahrscheinlich rausziehen, damit ich da reinklettern kann. Ups, Giddy. Hä? Was geht mit euch? Wieso kann ich da nicht rein? Muss ich den mitnehmen? Nee, muss die wahrscheinlich mitnehmen, dass die mir da oben den Weg frei machen, ne? Aber ich komme doch jetzt nicht mehr nach oben. Oder? Doch, komme ich noch. So, Leute. Komm mal hierher. Bitte. Hier hinten muss ich wohl durch. Hier. Aha. Oh, sorry. Ich bin gerade gegen das Mikrofon gestoßen. Sehr gut. Und jetzt... Ah, das war gar nicht so gut. So, jetzt aber auf ein neues. Hier unten sind ja diese Kanten, ne? Die hier, da, genau. Da müssen wir uns festhalten, sonst sterben wir. Ui, hat trotzdem vibriert der Controller, das heißt... Ja. Yeah. Sehr gut.
Ich muss den wahrscheinlich mitnehmen. Man darf nie das sagen, was man so denkt, ne? In solchen Spielen. Ich glaube, ich muss den so mitnehmen, ne? Bis nach hinten durch und die haben so ein Muster, wo die hier lang... Ach, leckt mich doch an die Füße. Eieieiei. So oft, wie ich das sage, müssten meine Füße auf jeden Fall sehr sauber sein, ne? Bisschen eklig, aber okay. Ich wollte es einfach mal angesprochen haben. Verpiss dich bitte hart. Hundertprozentig. Wenn ich das Ding da jetzt liegen lasse und nicht mitnehme, kommt irgendeine Szene, wo wir uns dann ärgern. Ach, das ist doch unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Oder die triggern mich einfach nur, dass ich das Ding gar nicht mitnehmen müsste. Okay, so ist falsch. Die reagieren halt auf Bewegung, ne? Also auch wenn die dieses Schilddingen sehen. Lauf, 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 lauf. Sobald sich was bewegt, rasten die halt aus, ne? Und dann schießen die zu. Oder dann schießen die zu, dann ballern die halt los. Und das wollen wir eigentlich irgendwie vermeiden, ne? Ach, es ist schwierig, schwierig. Ah, ich probiere es noch ein paar Mal und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, ich weiß nicht genau, wie die weiter scannen, aber bis jetzt haben wir es relativ gut geschafft, durchzukommen. Ich habe, glaube ich, gefühlt 10, 12 Versuche gebraucht, weil immer wo mal wieder ein neuer Scanner auftauchte. Aber, das war gar nicht so schön. Ich war gerade so... Verpiss dich. Verpisst euch. Was ist denn los? Wieso? Achso, ich dachte, ich wäre jetzt tot. Nee, der Roboter wurde erschlagen. Oh, hallo, Freund. Ich glaube, ich muss unten lang und nicht oben, aber gut. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich weiß ja nicht. Was ist das denn für ein Viech? So ein Riesenkäfer, ne? Kommt der hier noch durch, der Riesenkäfer? Ach, guck. Jetzt kann ich da durchspringen. Mit Hilfe von diesen Dingern? Geil. Da ist eine Kante. Und... Bitte, bitte, bitte. Es ist ziemlich dunkel. Oh, schön. Hätten die Stützen nicht noch ein bisschen größer machen können für uns? Und jetzt muss er hier gleich wieder... Oder? Nee, geh. Guck mal, wenn diese... Da siehst du... Schwierig. Ja, ich muss auf den warten. Der lenkt den Strom um. Dieses komische Viech. Dann können wir da durch, ne? So, siehst du, jetzt können wir da durch. Und jetzt können wir auch wieder hier oben lang. Hier war doch das Ding mit der Kante da unten, oder? Ja. Jetzt ging das hier wieder rüber. Und dann kommt hier hinten nochmal diese kleinen Mini-Dinger. Und dann müssen wir gleich wieder warten, dass er den Wasserstrom umlenkt. Weil sonst wären wir wieder runtergedrückt, ne? Jetzt geht er gleich hier hin und jetzt sieht man das gleich. Also gerade auf jeden Fall war das so. Siehst du das?
Siehst du das? Zack. Dankeschön. Sehr höflich. Ich frage mich, warum die mir helfen, diese Viecher. Weißt du, alle anderen wollen mich umbringen. Alle. Alle. Wirklich alle Tiere wollen mich umbringen. Aber die nicht so. Okay. Ja, das war doof. Okay, gut. Da muss ich drüber springen. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Dass auf einmal dieses Riesenmaul über uns auftauchte. Komm, weg. Ich will das gar nicht so genau. Uiuiuiui. So, hier unten durch. Boah. Ich glaube, das war falsch. Ich weiß nicht, ich sehe nix. Nix. Was ist das hier denn überall? Das sind... Ah, schwierig. Man sieht hier nichts. Aber es ist trotzdem cool gemacht. Guck mal, hier, ganz oft liege ich hier. Da, da bin ich. Und da oben bin ich. Da, guck, da kommt hier wieder der Chill-Mix. Siehst du? Die gibt es auch in klein hier am Rand. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen Zeit lassen. Das war doof. Ich dachte, ich müsste da oben lang klettern. Ja, jetzt sind wir hier mittendrin und müssen eben warten, ne? Da, jetzt hauen die ab. Ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass es so war, dass wir wie so ein Testobjekt einfach auf diese Welt geschickt werden und gucken, ob wir schaffen zu retten oder... Ich weiß es noch nicht. Ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe wirklich, dass dieses ein Ende wird in diesem Spiel, was viel erklärt und einen nicht mit tausend Fragen offen lässt. Okay, da hätte ich springen müssen in dem Moment. Wir bleiben mal hier und warten auf eine weitere Runde von unserem Freund. Das sieht aber cool aus, ne? Wenn man jetzt hier so den Sternennebel sieht, möchte ich mal sagen, den er hinter sich herzieht. Tja, mein Leuchten bringt auch nichts. So, da kommt er wieder. Dann müssen wir gleich springen. Unten macht er dann nicht weg, dann müssen wir gleich springen. Und dann gucken, wo wir landen. Das ist halt einfach ins Blaue hineinspringen. Oder ins Schwarze, eher gesagt. Boah, da musst du echt Geduld haben, ne? Okay. Ah, hier oben lang. Okay, hier sind jetzt keine... So wie ich das sehe. Ich habe das Gefühl, ich muss den... Nee, ich muss den nicht mitnehmen. Pff. Wieso kann ich denn nicht hier runterklettern? Okay. Da sind viele. Hätte ich den runterschieben müssen, dass der hier durchfällt? Wahrscheinlich, ne? Ich komme ja hier nicht durch. Siehst du, die schnappen nach mir. Probieren wir mal aus. Ich gehe mal wieder zurück. So. In der Hoffnung... dass das richtig ist. Okay, so fällt er noch nicht durch. So war falsch. Leute, ihr macht mich gerade schwach. Okay, nochmal ausprobieren. Kriege ich den da reingedrückt irgendwie? So mit der Spitze rein?
Oder ich muss den mitnehmen, komplett, ne? Dass ich den dann quasi durchgeschoben kriege. Von unten, so als Schutz, ich weiß es nicht. Oder so runter? Ich bin gerade überfragt, wenn dieses Ding schießt, kann den ja auch nicht anheben, ne? Ne, runter, rauf geht nicht. Siehst du, die machen sich schon schnappbereit. Kann ich dich killern oder sowas? Dass hier irgendwas passiert? Weil da oben... Ah, der trifft mich immer, ne? Der trifft mich immer einmal oder so. Ich kann hier auch nicht durch. Ich kann hier nicht durch, ich kann hier nicht vorbei. Hoppala. Das war doof. Ach, guck. Ich kann den mitnehmen. Warte mal, jetzt ist das Ding kaputt. Kann er ja da stehen lassen. Das stört mich das Ding ja nicht. So. Und jetzt. Ja, ja, schießt du mal, du triffst mich eh nicht mehr. Kann ich den wahrscheinlich hier runterschieben. Also mitnehmen so, ne? Ja, komm, beruhig dich mal. So. Nee, das ist... Ich glaube, das ist falsch. Ja, ja, ja. So zerbeißen die mich. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Ach, jetzt liegt das Ding schon unten, ne? Ich hoffe, ich kriege den da jetzt wieder weg. Ja, haben ihn da noch gerade weggekriegt. Ach so, warte mal, jetzt habe ich eine Idee. Ich muss den hiermit schieben. Oh nee, dann war das doof. Dann war das doof. Dann hätte ich den erst durchschieben müssen. Kacke. Wenn ich jetzt erneut versuche, ein neues Spiel, Kapitel, ich weiß nicht genau, wo ich wieder anfange. Das ist das Problem, weil ich muss... den durchschieben, damit ich wahrscheinlich oben diese Raupe treffe oder dieses Ekelviech. Damit ich da schießen kann. Aber wie kriege ich das denn hin? Okay, zurück geht auch nicht mehr. Und vorwärts geht auch nicht. Siehst du, so kann ich den halt schieben. Ich kriege den hier ja nicht mehr rein. Das heißt, ich müsste quasi neu starten, damit ich den da durchgeschoben kriege. Ich weiß aber nicht, wo wir beginnen. Deswegen erneut versuchen, neues Spiel. Ich guck mal bei Kapiteln. Das ist das letzte. Da weiß ich jetzt nicht, wo wir anfangen. Wenn ich jetzt Kapitel laden mache, fange ich bei dem Kapitel wahrscheinlich vorne an. Ich bin aber fast am Ende des Kapitels und erneut versuchen, ist das dann von ganz vorne? Boah. Sachen, die ich gerne wissen würde. Weil dieses ganze Kapitel nochmal neu machen, ne? Da habe ich ja mal so gar nicht richtig viel Lust drauf. Kacke. Ich glaube, das war nicht damit gemeint, dass das Ding hier durchfällt, ne? Siehst du, und so hätte ich den halt schieben müssen, ne? Schwierig. Wie mache ich das denn jetzt? Ich kriege den jetzt nicht mehr hoch. Ja gut, wir machen mal erneut versuchen. Ich hoffe nicht, dass wir das Spiel jetzt ganz vorne anfangen. Oder ich mache Kapitel. Letztes Gebiet erneut versuchen. Ja.
Ah, super. Oh, sehr gut. Oh, das ist ja ein Traum gerade. Ich habe gerade wirklich ganz, ganz schlimm befürchtet. Die ganze Zeit bin ich da nie durchgefallen. Nie. Und jetzt mit mal. So. Laufen wir hier drüber. Dann sind wir auf jeden Fall safe. Holen uns den Roboter. Schieben den da unten rein. Das wissen wir jetzt ja, was wir machen müssen. Hier trifft er uns ja nicht. Dann lassen wir das Ding zerschießen. Ah, so. Ach nee. Von da trifft er mich dann. Wir lassen den so. Ich muss nur darauf achten, dass der Roboter da unten, also dass der Block uns da nicht runterfällt. Der hier. Ich glaube, ich kann den besser ziehen, ne? Kommst du bitte her? So, und jetzt gleich einmal komplett rüberschieben. So, einmal packen und ziehen. Weil der muss nämlich hier hinten runterfallen, sonst können wir den nicht schieben, ne? So, komm runter mit dir. Sehr gut. So, guck. Guck, was wir jetzt machen. Ich hoffe, der trifft den so, aber ich glaube wohl. Und jetzt müssen wir da drüber herspringen, ne? Würde ich behaupten. Jetzt geht er ab. Ich bin auch fast tot. Siehst du? Ja, sehr gut. Ich würde hier gerne durch. Hallo? Achso, okay, ich sehe wieder was. Huh, sehr gut. Ich bin schon ganz schön lange in der Aufnahme. Ich will aber jetzt nicht einfach beenden, weil ich nicht weiß, wie... Boah, hab ich mich da erschrocken. Weil ich da nicht genau weiß, wie viel da noch kommt. Wie eklig. Ach, guck mal, die beißen das kaputt. Okay. Irgendwo hier wurde doch durchgebissen. Da. Ach, scheiße. Der ist wirklich... Der ist komisch irgendwie, ne? Der hat nicht so richtig Zeit. So, jetzt schnappt er zu. Jetzt ist er zurück. Und jetzt schnappt er wieder zu. Boah, die sind laut, diese Dinger. Zack. Oha, oha. Wo sind wir hier denn bitte? Ach, hier sind Stacheln wieder, diese Diamanten, die da aus dem Boden kommen. Ups. Was bist du denn für ein ekliges Schlangending, ey? Oh, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Guck mal, jetzt mache ich die Dinger kaputt. Hoppala. Den Sprung habe ich nicht so ganz geschafft. Du siehst hier halt auch nichts, ne? Jetzt kommt das halt wieder. Und jetzt siehst du da hinten viel zu spät, dass du da quasi abspringen musst. Boah, Junge, 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 Junge. Also der muss eine krasse Hose haben. Ich kann hier noch Lampe anmachen. Lass doch die Lampen an. Aber ich kann nichts machen. Wo sind wir denn jetzt, bitte? Sieht immer noch alles sehr suspekt aus. Hm.
Sieht wirklich super, super, super cool gemacht aus. Aber wo wir hier genau hin müssen. Also klar, es gibt nur eine Richtung gerade. Aber ich weiß nicht. Ich verstehe das Spiel nicht mehr so ganz. Guck mal da hinten. Das kennen wir doch. Magst du hier... Ach, hier unten ist wieder was, was ich mitnehmen kann. Irgendwie verliert das alles so ein bisschen an Kontrast, ne? Das sind jetzt nur noch so einfach gestrickte Sachen. Irgendwie komisch, ne? Hier, guck mal. Da kann ich wieder was anmachen. Aber jetzt leuchtet ja nur der Hauptkreis. Ach, wahrscheinlich, weil ich nicht alle aktiviert habe, oder? Den muss ich wahrscheinlich mitnehmen, ne? Also den nicht hierhin mitnehmen. Sondern wahrscheinlich mit nach rechts mitnehmen. Nee. Da wäre ich auch so hochgekommen. Wieso liegt der hier? Irgendeine Bedeutung hat das Ding. Verstehe ich nicht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was die von uns wollen. Ich kann mir halt vorstellen, dass das quasi dieser Hauptstein war oder ist und wir den aber nicht aktivieren können, weil wir nicht alles haben. Also ich habe ja nicht alle Portale aktivieren können. Und ich denke deswegen, dass das Ding nicht funktioniert oder so. So könnte ich es mir auf jeden Fall erklären. Wo gehen wir denn jetzt hin? Musik hört auf? Doch nicht. War gerade nur auf mal mit sehr, sehr leise. Okay. Okay, wie geil. Guck mal. Das ist ja mal cool. Das ist ja mal cool. Gucken wir mal, wie hoch wir können, oder? Ah, hier ist Ende. Schade. Sau cool. Wir sind in so einer komischen Fliegekapsel. Wie tief können wir denn? Können wir auch noch ganz unten? Nee, nee, nee. Ist vorgegeben, quasi, wo wir lang dürfen. Dann fliegen wir mal. Aber das ist ja geil, ne? Also irgendwie ganz cool. In so einer komischen goldenen Kugel. Der Planet sieht auch wieder relativ... Ja, ich möchte mal sagen, so ein bisschen wie Arche Noah, ne? Einmal auf Reset gedrückt. Und die Welt beginnt von neuem. Oder wie sieht das aus? Weil dafür, dass da so eine riesen Explosion war, sieht das hier eigentlich ganz gut aus, ne? Was bist du denn jetzt für eine Kugel? Können wir da einfach rein? Guck mal an! Boah, das Imi, das macht mich gerade so im Kopf so ein bisschen schwubbelig. Ups, was bist du für ein... Aber ein Felsen, oder? Ne, unten sollen wir nicht lang. Ich gehe mal weiter nach oben.
Volle Power auf nach oben. Das wird wirklich eine etwas längere Folge. Hätte ich auch in zwei machen können. Ah, da geht's rein. Aber man weiß ja nie. Guck mal, sogar hier. Offener Mund. Das heißt, wir müssen... Hoppala, wir müssen hier landen. Man weiß ja nie, wie lange so ein Spiel dann wirklich dauert, ne? Aber da kommt ihr wohl mit klar, ne? Ein bisschen länger die Folge. Muss ich da wieder springen? Ich springe einfach mal. Guck mal, das sind die Bohrer, ne? Siehst du, ich kann mich auch jetzt gar nicht bewegen. Das sind die Bohrer, die die Welt angegriffen haben. Wo sind wir denn jetzt? Auf so einem Roboterfriedhof? Da müsste ich drüber herspringen. Ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das das Ende war. Das ist übrig geblieben von diesem Planeten nach der Riesenexplosion. Eigentlich traurig, ne? Dafür, dass die Welt, auf der wir angekommen sind nach dem Unfall, so schön gestaltet war. Ich kann aber noch die Tag und Nacht ändern. Hier. Muss mal eben kurz gucken, ob hier irgendwas passiert. Ich komme hier nie rüber. Wie soll ich denn... Ach, das sind wieder so Geschwindigkeitsdinger. Jetzt, wenn Nacht ist. Dann... Klar. Kein Problem. Oh nein, 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 nein. Explosionskugeln. Verpisst euch. Diese Kugeln. Ja, yeah. Ich muss mal eben hier kurz nochmal Tag und Nacht drehen. Ich glaube, dass hier unten dann was aufgeht. Da. Guck. Das funktioniert wenigstens noch, ne? Wenigstens noch irgendwas, was in dieser Welt funktioniert. Boah, das sieht einfach nur traurig aus, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Oh, verpiss dich. Ist das wieder dieser... Oh, du musst doch schon tausendmal kaputt gegangen sein. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Du Kackteil. Nein, ich hätte es zur Nacht machen müssen. So. Leck mich doch an die Füße. Der nervt mich ganz schön, ey. So, einfach nur weg. Einfach nur weg und lass mich doch einfach in Ruhe. Also das ist wirklich so ein Mobber, ne? Das sage ich euch. Der will nur ärgern. Boah, die Musik wird gerade ganz komisch. Und rein da! Oh, okay, ich bin hier... Oh, was ist denn jetzt los? Hallo? Okay, ich bin in diesem komischen Roboterviech... Roboterviech drin und ich war zu langsam, glaube ich. Ach, das ist doch unglaublich. Es ist unglaublich. Ich muss mich mal hier wieder in angestrengte Position setzen. Ja.
Ja, wir haben ihn zerstört. Jetzt mit dem letzten Schuss Pammer schießt er uns. Okay, wir sind da reingekommen und konnten ihn zerstören. Wir humpeln wieder, wie am Anfang. Wie als wir auf diesem Planeten verwundet gelandet sind. Tja, das ist wohl das Ende. So sah es auch aus, als wir hier angekommen sind. Planet Alpha. Ja, das war's. Okay. Schade. Irgendwie waren die letzten paar Kapitel, die letzten zwei, möchte ich mal sagen, haben mehr zur Verwirrung beigetragen, als mich wirklich zufriedengestellt. Es war immer noch schön, das Spiel, hat immer noch Spaß gemacht. Aber irgendwie, was waren diese Würmer jetzt genau? Was ist mit dieser Brutmutter passiert, die wir befreit haben? Vielleicht war sie ja auch noch unter der Erde. Ich meine, klar, es war mir halt zu simpel gemacht, ne? Die bauen einfach halt eine Riesenbombe und man konnte nichts dagegen tun, diese Bombe aufzuhalten. Und das fand ich schade. Also das hätte ich cool gefunden, wenn das quasi das Ziel von dem Spiel gewesen wäre. Aber gut, nichtsdestotrotz schmälert das nicht den Spaß an diesem Spiel. Ich kann es eigentlich nur empfehlen, wer auf so Plattformspiele steht, Jump'n'Run-mäßig. Macht wirklich Spaß, sehr imposant. Man sieht sogar mehr von der Welt, als man denkt, obwohl es so hektisch wird. Mit euch hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt wie immer gerne was in die Kommentare. Und wir sehen uns zum nächsten Let's Play wieder. Bis dahin. Beste Grüße.